Hallo Leute, willkommen bei Let's Play N-Ball. Wir spielen N-Ball. Level 6 in der Beta Gumba XXL irgendwas Kampagne von Silver Angel, wenn ich mich recht erinnere. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, wir fangen einfach mal an. Wir haben ja nicht so viel Zeit. 10 Minuten. Ich habe das N-Ball Nervometer habe ich jetzt weggesetzt, weil ich es hier nicht mehr nötig halte, weil mich niemand mehr nervt so wirklich. Und weil ich sonst auch kein Problem habe. So schnell kann man auch das 6. Level hier abschließen, wie man sieht. Sehr gut, dann... Ja, ich kann jetzt leider keine sehr gute Rezension oder sagen wir mal gute Bewertung machen über die Kampagne. Ich weiß, macht ja alle eigentlich sehr gute Kampagnen. So, Chainsman Thing habe ich. Will mich nerven, habe ich auch. Dich habe ich auch abgehabt, Silver Angel. Als nächstes kommt dann auf der unteren Seite. Achtung, Regi auf freiem Fuß. Das ist von Granny 13 LP. Angucken und spielen, würde ich sagen. Und hochhüpfen. Sehr schön hochhüpfen. Eine Treppe. Eine sehr schöne Treppe, würde ich dazu noch sagen. Oh, Gold. Du hast eine wirklich schöne Treppe. Und warum lässt du einfach Bälle da runterfallen? Naja, du kannst es zu dem Moment noch gar nicht wissen, dass ich Bälle in diesem Spiel drin habe. So, runter hier. Was? Und, ach Gott. Ja, das ist Ziel. Perfekt. Das Ziel leuchtet so schön in verschiedenen Farben. Außer wenn es grün leuchtet, da kann man es so schlecht sehen. Oh, viele Zacken. Ja, das machst du super. Also, ich mag Zacken. Ich finde Zacken echt, ihr seid echt kreativ. Einfach überall Zacken im Nacken, wenn euch einfach nichts Besseres einfällt. Und das Gute ist, ist sogar eine sehr schöne Idee dabei. Und, wow, das war knapp. Das ist sehr knapp gewesen. Alter, ich höre schon wieder Stimmen. Warum? Oh, okay, da bin ich durchgefallen. So. Hier einmal durch und, ja, viele Fußbälle. Ich liebe es. Viele Fußbälle. Ach ja, zu dem Zeitpunkt weiß ich aber auch schon, dass Deutschland weiter ist. Also, so weit bin ich da noch nicht, ne? Also, bin schon ein bisschen informiert. Und, ah, nein, okay, nochmal, nochmal hier, so, zack, zack, hier runterrutschen, ich stelle mich hier gerade wieder sehr blöd an, also das dürfte ich auf jeden Fall schaffen, nein, nicht wieder hängen bleiben, oh Gott, das gibt's doch nicht, nicht hängen bleiben, nochmal, zack, so, jetzt durch, perfekt, sehr gut sieht das diesmal aus, und, oh, das ist so eine üble Stelle, das ist so übel, und ich habe eine Currywurst hier vor mir liegen, wollte ich nochmal sagen, will ich gleich essen. Aber wie gesagt, 10 Minuten nehme ich auf. Es wird wieder variieren, die Zeiten. Das Elbon-Nervometer ist außer Kraft gesetzt. Ihr reißt euch ja jetzt alle ganz toll zusammen und so. Deshalb können wir das jetzt auch erstmal sein lassen. Das ist doch klasse. So, kein Bock mehr. So, Level 3. Ich komme da einfach nicht rein. Ich bin zu blöd dafür. So, Level 3 hat ziemlich lange gebraucht zum Laden. Relativ lange für Elbon-Verhältnisse. Elbon-Verhältnisse sind, ist lange Laden, ungefähr 10 Millisekunden. Wenn es sofort geladen wird, ist es um... Wow, das ist echt schwer. Das ist verdammt nochmal schwer. Da will ich gar nicht leugnen. So. Hier einmal. Also ich komme da rüber, das habe ich gesehen. Zack. Und hier so zack. Ja, das hat geklappt. Das war aber echt ein knappes Ding gewesen. Ja, mach einfach wieder Zacken hin. So. Hier irgendwie durchquetschen als Ball, richtig? Ja, geht. Ah, die lange Linie. Freu dich, das ist ein Dreieck. So. Warum machst du da ein Dreieck hin? Also das... So lang fand ich die Linie gar nicht. Hält sich an den Grenzen. Da habe ich schon längere, lange Linien gesehen. Aber auch kürzere. Die... Ah, da gucke ich die ganze Zeit in die Kamera rein, ey. Das ist nicht gut. Also weiter, nochmal. So, zack. Hier rüber. Dann hier über die gezackte... Ja, genau, gleich kommt wieder die lange Linie. Erstmal wieder aushüpfen. Und wenn wir ausgehüpft sind, geht's weiter. Ra, 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 lange Linie. Grinse, Smiley und viele Bälle, die runterfallen. Sehr toll, sehr toll. Oh, Gott, bin ich froh, dass Ravemoon vorbei ist. Ich habe nur ein Primärprojekt. Ja, N-Ball ist immer so ein schön sorgenloses Projekt. Da kann man einfach über alles Mögliche reden. Weil, was gibt es denn sonst hier zu reden? Wie ich immer wieder sage, das Level... ist long. Ja, das habe ich ja, das habe ich bemerkt. Aber dafür war es auch einfach. Soll das, was war das da? Level 4. Ich komme nicht durch. Sehr cooles Level 4. Oh, ich will hier aber lang. Durchdrehen. Wieso komme ich hier nicht durch? Ah, ich ahne Schlimmes. Ich ahne was ganz Schlimmes. Ich ahne, dass sie kann... Ah doch, sie funktioniert. Sie funktioniert zum Glück. Alter, du willst echt, dass ich mich hier überall durchquetsche, oder? Das geht noch nicht immer so einfach, wie du es dir vorstellst. Alter.
Alter, Drogenball. Du musst hier durch. Also ich muss echt durch. Wenn ich da nicht leicht durchkomme, ne? Ach ja, wo ich gerade dabei bin, bei durchkommen oder nicht. Ihr habt es jetzt wieder gesehen, kann sehr übel sein bei den Leveln. Ich habe bei der Silver Angel, habe ich glaube ich 3 Level oder so letztendlich übersprungen, weil es einfach zu nervig für mich gewesen war. Also was wirklich auch, was ihr da macht. Was es nicht gegen den Silver Angel persönlich ist, sondern einfach nur passt einfach auf, was ihr da macht. Weil sonst überspringe ich es halt, weil da geht auch rein die Lust verloren bei der ganzen Sache. Oh du Scheiße, wie werde ich hier hin und her geworfen? Das will ich nicht. Ich will nicht Lust verlieren bei der ganzen Sache. Oh Gott, ich muss hier lang. Gregi, geil, Gregi nervt herum. Ich werde es mir ausnutzen. Ach Gott, was kann mir denn daran ausnutzen? Oh Scheiße, ey. Jetzt hör auf. Ja, das war ja klar. Und dann hörst du so einen Moment auf zu nerven, ne? Jetzt kommst du gleich wieder. Du musst. Du musst. Ich weiß es doch. Das kommt davon, wenn man gerade nicht mit der externen Festplatte aufnehmen kann. Das wäre jetzt um einiges praktischer, aber gut. Ah, so, hier lang, so. Ich habe 8 USB-Anschlüsse. Ich habe 8 Stück. Ich habe 8 verdammte USB-Anschlüsse und ich brauche alle. Ich habe gar nicht so viele verwenden, das ist das Problem. Warum fällt dir das ganze Level runter? Warum fällt das ganze Level hier in einem sicher zusammen? Yeah, es geht halt nicht. Ist es so gedacht, dass es auseinanderfällt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder doch? Nee, ich glaube, du hast vergessen, das alles festzukleben, oder? Oh Gott. Aber... Nee, fällt alles runter. Tut mir leid. Level 6. So, schauen wir das doch mal an. Hier. Oh Gott, alles ist voller Fußbälle. Und der große Fußball hüpft drauf herum. Das ist doch actionlastig, oder nicht? Okay. Einmal hier. Zack. Und dann hier. Diese Sprünge sind immer so berechenbar bei so einem unebenen Boden. Also wenn ihr das Spiel selber spielt, dann würdet ihr es auch bemerken, weil ihr prallt ja echt immer in so eine blöde Richtung dann, wenn ihr nicht aufpasst. Direkte Exekution? Ey! Ich kann es wieder nicht lesen, aber ich gehe mal weiter weg. Exioriana! Ich kann es nicht lesen. Exio? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen, es ist zu weit unten. Och Leute. Kann ich es jetzt lesen? Das kann ich nicht lesen. Oh Leute, ihr glaubt, schreibt es in den Chat rein. Kommt, sterben. Okay, sterben ist die wichtigste Nachricht an der Sache. Gregi! Und ich dachte, du wärst weg. Nein, du bist ja immer noch mal eine andere Festplatte drauf, ne? Ja, da fühlst du dich wohl, wenn du mal wieder was sagen darfst. Ich hab trotzdem das Tier rein, du kannst mich nicht aufhalten. Das ist ein Smiley. Oh, das ist Gregi traurig, weil er mich nicht aufhalten konnte. Finde ich aber schade. So, ich muss hier lang. Und überall sind Smileys. Warum machst du überall Smileys? Was ist das denn, kranker Scheiß? Gregi... Die Kampagne heißt Gregi auf freien Fuß, hält mir mal gerade auf. Wusste er etwa... Wusste Granny LP, dass Gregi hier auftaucht? Okay, das macht mir Angst. Kann der Typ in die Zukunft sehen? Egal, das ist jetzt erstmal unwichtig. Ich muss weiterkommen. So, okay, jetzt bin ich an den zwei vorbei. Ich muss dafür nicht runterfallen. Hey, Steuerung sollte aber schon noch funktionieren. So, sehr gut. Hier lang. Und runter. Und jetzt hier auf den Smiley springen und auf den anderen Smiley springen. Oh, dieser blöde Abprall-Scheiße da. Kann ich schummeln? Ich versuche mal zu schummeln. Was haltet ihr davon? Yeah! Nein, anders schummeln. Ich wollte anders schummeln. Ich wollte hier. Ich springe jetzt auf den Ball rauf. So, so und dann hier so. Ja, schummeln. Schummeln. Okay. Immerhin etwas. Immerhin habe ich etwas rausgestellt. Ja, viele Smileys, ich weiß. Du magst... Wie unlogisch der da wegprallt. Ach Gott, ist das ätzend. Schwul. So. Deshalb mag ich diese blöden Bälle nicht. Die ganz geil. Yeah. Sehr gut. Currywurst. So. In Alufolie. Ich will die endlich essen. Ja, spätestens wenn die Zeit vorbei ist, ist die Zeit vorbei, ne? So. Ich will dieses Level aber noch gerne schaffen. Ich glaube, das kann ich vergessen. Ja, dann müssen wir das wahrscheinlich nächstes Mal machen. Oder... Ich habe mir so... Was? Besudel, Gregi, was?
Okay, egal. Ist so sogar ein guter Moment hier aufzuhören. Als nächstes, ja, das wäre so, dass er besudelt, Grägi oder sowas stand da. Oh, fuck. Ich sag bis zum nächsten Mal, Leute. Ich darf jetzt Currywurst essen. Vielleicht kommt auch nächstes Mal wieder die Damo-Taschenlampe zum Einsatz. In Level von... Wer kommt als nächstes? Boing Boing, Luxius ist als nächstes zu hören. Freu dich drauf. Ciao. Ja, es ist immer witzig, wie ich gucke nach der Aufnahme.